Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video von GTA 5. Genau, und ich begrüße euch erstmal ganz herzlich wieder zu meinem Video, und zwar mit dem Videothema Computerspiele und ihre gigantische Entwicklung. Und zwar fangen wir einfach mal an. Es ist gar nicht mal so lange her, da ist ja Grand Theft Auto San Andreas rausgekommen. Das Spiel hat sich mehrere Millionenfach verkauft. Und damals hat jeder dieses Spiel gehypt. Jeder hat gesagt, boah, was für eine geile Grafik. Würden wir das heute zocken wieder? Nach langer Zeit, vielleicht habt ihr irgendwo noch GTA San Andreas rumliegen, keine Ahnung. Dann werdet ihr erstmal einen Schock bekommen. What the fuck? Was ist denn das für ein Mist? Wir haben in den letzten Jahren eine riesige Spieleentwicklung mitbekommen. Es ist heute möglich, riesige Landschaften zu erstellen. Und ich meine, riesige Landschaften, riesige Seen noch eingebunden, riesige Wälder, Berge, Wüsten und das alles noch unglaublich detailliert. Wie heißt das Wort nochmal? Detailliert oder delaliert? Detailliert. Detailliert. Ihr wisst schon, auf jeden Fall einfach schön animiert. Genau, das Wort geht immer. Ne? Die Blümchen hier, jedes Grashalm ist hier zu sehen. Das ist richtig krass, ne? Und auch durch die Next Gen Generation hat sich da eigentlich viel getan. PS3 ist für mich, und das sage ich euch ganz klar, nicht mehr spielbar. Ich spiele keine PlayStation 3 mehr, ne? Ich spiele nur noch PS4, und das ist einfach geil, ne? Zum Beispiel hier haben wir die Hunde. Die haben eine eigene Fellstruktur, ne? Das ist gigantisch. Die Umwelt reagiert auf mich, ne? Das ist einfach geil, ne? Eine riesige spielbare Stadt, ne? Einfach fett. Und damals gab es ja noch viele Ladeprobleme. Da musste teilweise erstmal ein Stück von der Map respawnen oder erstmal erscheinen. Aber hier kann ich einfach zack mal nach rechts gucken, volle Fahrt nach vorne, und es ist alles schon da, ne? Und die Grafik, das ist schon richtig fett, weil die Grafik, die ist Hammer, ne? Allein der Lack von dem Auto, Hammer. Eine eigene First-Person-Ansicht. Hier bewegt sich zum Beispiel das Tacho, der Tacho. Da muss natürlich in der PS4 müssen unglaublich viele Rechenprozesse ablaufen, das glaubt ihr gar nicht, damit sich diese Tachonadel hier bei GTA 5 bewegt, müssen so viele Befehle erfolgen. Das ist sowas von kompliziert. Wahnsinn, ne? Ich bin einfach immer noch fasziniert von dieser krassen Entwicklung, ne? Die es gibt. Und die Entwicklung ist noch lange nicht vorbei. In 10 Jahren, das ist 100% sicher, gibt es die PS5. Und die PS5 wird kommen, ob ihr wollt oder nicht. Die PS5 kommt nicht in den nächsten 2 Jahren, auch nicht in den nächsten 3 Jahren, auch nicht in den nächsten 4 Jahren. Auch nicht in den nächsten 6 Jahren und wahrscheinlich auch nicht in den nächsten 7 Jahren. Aber wahrscheinlich in den nächsten 9 oder in den nächsten 10 Jahren auf jeden Fall. Und ich denke, die PS5 wird dann nochmal... Puh, also ich will jetzt hier noch nichts sagen, aber die PS5 wird, denke ich mal, phänomenal werden. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Das können wir uns wahrscheinlich heute gar nicht vorstellen, ne? Naja. Wie habt ihr diese Spieleentwicklung miterlebt? Wie habt ihr das miterlebt? Was war euer erstes Computerspiel? Jetzt muss ich wirklich mal überlegen, was war mein erstes Computerspiel? Ich glaube, das war Pokémon. Pokémon auf dem Game Boy.
Und dann fing das dann auch irgendwann mal an, ne? Mit PlayStation 1, mit Spyro. Vielleicht kennt jemand Spyro, dieser komische Drache. PS2. Und dann kam es auch irgendwann mal GTA San Andreas und dann war ich hin und weg. Nun ja, haut auf jeden Fall rein, Leute. Das war ein kleines Video über diese krasse Revolution der Spiele, wie sich das alles entwickelt hat. Heute können wir Grafiken erzeugen, das ist der Wahnsinn, ne? Wassereffekte, das ist einfach toll. Einfach toll. Haut rein, ciao.